Als ich dann das Material vorliegen hatte, ist mir dann klar geworden, dass es im Grunde nicht um das Boot geht, sondern um meine Eltern und darum, wie sie ihre Entscheidung im Leben getroffen haben. Obwohl mir schon immer klar war, dass meine Eltern im Herzen Abenteurer waren und immer was Neues probiert haben und immer neue Ideen hatten und auch wirklich an ihren Träumen gearbeitet haben, ist mir erst im Schnitt klar geworden, dass sie sich doch immer wieder von null hochrappeln mussten. Also sie haben immer wieder neu anfangen müssen. Es sind einfach viele Dinge passiert, die meine Eltern aufgehalten haben in dem, was sie machen wollten, so wie das so ist im Leben. Das ist mir dann erst im Schnitt klar geworden und dass die Geschichte im Grunde eine Liebesgeschichte meiner Eltern ist.